heute noch nie gesehen. Bleib hier, ich kümmere mich dann. Danke dir, Fremder! Hallo, mein liebes Assassin's Creed Tagebuch. Ich berichte dir heute aus den letzten 2 Wochen. Direkt in Valhalla haben wir nicht so viel Besonderes bekommen, allerdings gab es von Ubisoft einen Livestream. 15 Jahre Assassin's Creed konnten wir am 14. Juni 2022 bestaunen und daran teilnehmen. Ja, es gibt ein großes Event und wir haben auch ein paar neue Inhalte präsentiert bekommen, also nicht wirklich, aber eine Ankündigung gab es. Was Valhalla betrifft, haben wir einen neuen Spielemodus geteasert bekommen. Und zwar werden wir nach Niflheim reisen dürfen. Dort gibt es einen Roguelite Spielemodus und eine Roadmap, was als nächstes kommt. Hier hören wir nochmal den Originalton aus dem Event. To present the first look at our latest and most ambitious game mode, The Forgotten Saga, which will be free to all Assassin's Creed Valhalla players. Als nächstes bekommen wir also neue Gräber und Forgotten Saga Free Game Mode. Da bin ich ja mal richtig gespannt. So richtig bin ich nicht vertraut, was ein Roguelite Spielemodus ist. Das werden wir dann in Assassin's Creed Valhalla erfahren. Es ist auch eigentlich nur ein inspirierter Spielemodus, also nicht komplett Roguelite, sondern nur inspiriert. Ich habe mal diese kurze Sequenz hier ein bisschen langsamer gemacht, damit wir ein bisschen genauer schauen können. Was ziemlich abgefahren und neu ist, ist anscheinend ein Drache. Wir müssen gegen Drachen oder zumindest einen kämpfen. Das hat etwas Fantasy-like an sich. Die Spielszenen machen auf jeden Fall ordentlich was her, Niflheim. Da wollen wir gerne hin. Zusätzlich wurde auch noch die Discovery Tour, also die Wikinger Age, als eigenständige App für Xbox Live, PlayStation und Luna und ich glaube Stadia angekündigt. Die soll sofort verfügbar sein. Join us this September as we unveil the future of Assassin's Creed during a very special event. We can't wait to show you what's in store. Wir haben es gehört, im September gibt es irgendwas Neues zu Assassin's Creed. Da sollen wir uns einfinden auf der Webseite. Ja, und für die 15 Jahre, das haben wir auch eben gesehen, werden die ganzen Assassin's Creed-Spiele nochmal präsentiert. Und zusätzlich gibt es hier einige Romane und Fanworks, Fanarts. Auf der Webseite wird es präsentiert und wer Bock hat, kann die ganzen Spiele von Assassin's Creed nochmal im Livestream sehen. Aber das war noch nicht alles. Wir haben nämlich, das haben wir eben gerade gesehen, 3 Belohnungen, die sofort abgeholt werden können. Das ist einmal das ägyptische Schiff, dann haben wir Kleopatra als Tattoosatz und den Pharao-Tattoosatz. Die 3 Sachen konnten wir uns sofort abholen. Waren also ab dem 14. Juni verfügbar. Das habe ich natürlich auch gemacht und das schauen wir uns auch hier ganz genau mal eben an. Was heißt hier mal eben ausführlich? Ihr kennt es von Medi Benny, der schaut sich die Sachen etwas. Was kannst du mir heute anbieten? Ausführlicher an. Also eben abgeholt für Sie. Schauen wir uns das Cleopatra
Tattoo an, erstmal über den Kopf und Brust und Rücken und ja, Arme natürlich. Bei ihr können wir natürlich nicht so viel sehen, weil sie so ja, ein BH umgewickelt bekommen hat. Aber zumindest die Arme. Und da habe ich nochmal eben schnell eine kurze Frisur angelegt, damit nicht auch die Haare alles verdecken. Sieht interessant aus. Mega. Also passt zu dem Assassin's Creed Origins 60 Hertz Update. Das wurde auf dem Event auch zelebriert, aber das habe ich schon im letzten Video gezeigt, weil das schon länger draußen ist. So, dann schauen wir uns nochmal die Arme an. Richtig cool, nice. Und dann geben wir uns noch den Pharao-Tattoo-Satz. Die ganzen Items können wir uns über Uconnect abholen. Die sind unter Belohnungen abgelegt. Ja, da bin ich mal richtig gespannt, wie das aussieht. Cleopatra, linker Arm, ja. Richtig viele. Und da haben wir den Rücken. So ein bisschen im Dunkeln und sehr braune Haut, aber es sieht gut aus. Hier nochmal ein Swart Alpha Heim. Richtig krass. Schau dir das mal an, das sieht richtig gut aus. Und dann haben wir hier nochmal die Arme ausgewählt. Aber das switchen wir uns jetzt nicht komplett durch, sondern schauen uns das als Gameplay an. So, hier haben wir nochmal eine Detailansicht als Gameplay. Richtig schick, richtig nice, gefällt mir richtig gut. Da braucht man tatsächlich nichts mehr anziehen oder drüber ziehen. Kann man prima auch so benutzen. Ja, gefällt mir schon ein bisschen besser. Pharao Tattoo. Jo, dann kommen wir jetzt gleich zu dem Schiffssatz, denn es gab auch noch das ägyptische Schiff. Da sehen wir es nochmal genau. Hier können wir das nochmal abholen. Da hole ich alles ab, dann hast du das auch nochmal gesehen, da oben steht es auch. Unter Belohnungen kannst du es abholen. Das ist keine wöchentliche Aufgabe oder Challenge. Jeder kann sich das abholen. Einfach mal so reinspringen bei Uconnect und abholen. Kostet auch keine U-Points. Es ist halt gratis. Jo, und dann rüsten wir mal hier das Schiff aus. Oder das Set. Oh, Huddelvolk. Könnte etwas mehr Abwechslung vertragen. Natürlich, das ägyptische Segel. Oh ja, die Schilder. Die sehen richtig nice aus. Da rennen dann meine Jormzwikinger mit rum. Wenn ich das ausrüste, laufen ja bekanntlich die Jomswikinger in der Siedlung damit rum. Das sieht richtig nice aus. So, das Heck und Stevenkopf haben wir auch ausgerüstet. Nice. Richtig schick. Dann geben wir uns natürlich noch ein paar Gameplay-Bilder. Hier habe ich noch mal ein paar Fotos aufgenommen. In Action. Die Schilder noch mal ein bisschen groß, aber sieht ein bisschen verwaschen aus. Das macht mir noch mal ein Bild. Bisschen hell geworden hier. Oh ja. Richtig krass.
Jeder will das haben. Hier auch nochmal ein schönes Gameplay-Bild. Und das müsste ja der Steven-Kopf sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Um eine Nuckelpinne. Aber unten Dachra habe ich jetzt auch dieses mächtige Wellenross sein kann. Nuckelpinne. Okay, dann werden wir jetzt mal richtig eine schöne Live-Gameplay-Schifffahrt machen und wir reisen durch Swamp Alpha hin. Genießen das neue Schiff und die Schifffahrt. Was stellen? Mehr Segel! Jo, sieht richtig gut aus. Leute, holt euch das ab. Kann man nicht anders sagen. Wir werfen aber auch nochmal einen Blick auf die weibliche Eierung. Richtig cool. Oh, hier sehen wir nochmal die Tattoos so richtig deutlich auf der Schifffahrt. Dann springen wir nochmal rüber zum anderen Tattoo-Satz und sind jetzt ihr unterwegs und genießen auch jetzt die schöne Schifffahrt mit dem anderen Tattoo-Satz Cleopatra, so wird es genannt. So, und dann haben wir jetzt hier nochmal das italienische Bruderschaftstattoo. Dazu sollten wir der Käfesturz erledigen. Eine Community-Challenge bis zum 18. Juni. Und am besten ist das hier an dieser Stelle. Hier ist ein guter Punkt, wo man Fensterattentate durchführen kann. Ich habe ein bisschen rumgeguckt und rumgeschaut und ein bisschen rumgespielt, aber tatsächlich ist das hier der beste Ort, um ein Fensterattentat durchzuführen. Entscheidend für die Aufgabe ist, dass du direkt an der Fensterkante hängst und dass die Gegner auch ein paar Meter runterfliegen, ansonsten zählt das nicht. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. So, dann fangen wir jetzt hier gleich mal mit einem Fehler an. Und zwar gibt es ja hier die Kante. Und wenn ich pfeife und die an die Kante rankommen, ans Fenster, dann kann ich RB drücken für ein Attentat. So, jetzt hänge ich am Fenster direkt dran, am Sims. Der hat gezielt, aber wenn ich etwas runtergehe, von hier aus den RB-Knopf drücke, das zählt nicht. Also wenn die Aufgabe nochmal kommt, irgendwann weißt du Bescheid. Hier zählt das nicht. Du musst direkt an der Fensterkanton am Sims oder Fensterbank, wie auch immer, dranhängen. Ja, und hier kann man sich eine ganze Menge an Leute, Wachen, Gegner anziehen, anlocken, anrempeln, wie auch immer. Wir schauen mal nach. 47 von 50 habe ich da gemacht. Das kann ganz schön lange dauern, wenn man eben das nicht beachtet, dass man hier nicht RB-Knopf drücken soll. Ob ich das hier zeige. So, hier fehlt mir noch einer, zwei oder so. Und nicht vergessen, das Pfeifen
Und du kannst auch, wenn die nicht reagieren, das Pferde anlocken, rufen, Pfeifen benutzen. Das Pferd kann ja nicht kommen, weil du am Turm hängst. Aber dein Pfiff ist etwas lauter und erreicht auch weiter entfernte Gegner. Kann man machen. Ist manchmal ganz hilfreich. So, dann holen wir uns nochmal einen Gegner. Ach ja, und die Bogenschützen. Hier sind immer ganz viele Bogenschützen. Ja, die bringen nicht viel. Da suchst du dir am besten Schwertkämpfer. Also Leute mit Schildern raus. Also die Aufgabe wird sicher nochmal wiederkommen. Von dem her bist du dann gut informiert. Also ich habe alle 50 an diesem Fenstersims gemacht. Hat aber ein bisschen was gedauert. Also so, manche sind eben auch kaputt. Manche KIs, wenn mehrere am Fenster stehen und dann funktioniert die KI eben nicht so gut. So, ich denke mal, das wird reichen. Dann holen wir uns mal die Belohnung ab. Ja, und wo man auch nochmal drauf achten muss, ist, dass man immer stetig eine Verbindung zum Server hat. Und das kann man überprüfen, wenn diese Bilder, diese Fotos auf der Map sind. Wenn du keine Verbindung hast, dann kommen auch die Fotos nicht. So, dann holen wir uns italienische Bruderschaft ab. Und einige Opale gibt es noch oben drauf, aber wir schauen uns jetzt italienische Bruderschaft an. Die wurde schon mal angepriesen vor 14 Tagen, aber es war kein Datum da. Es ist recht furchteinflößend. Eine gute Wahl. Irgendwie war das ganze Event kaputt und jetzt ist es nochmal nachgereicht worden. Also es gab einen Banner auf der Spieleseite, aber es gab kein Datum und keine Aufgabe dazu. Aber nun ist das Thema durch. Manchmal wandern aber die Belohnungen aus der Challenge in die Belohnungen-Kategorie. Die können wir dann für U-Points eintauschen. Mal sehen, vielleicht ist das hier auch so. Ansonsten gab es noch eine Amazon Prime Promotion. Jo, liebes Tagebuch, das waren die letzten zwei Wochen in Assassin's Creed Valhalla. Meine Wochen-Doku hier für YouTube, für euch, für mich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube und bis dann. Tschüssi. Ich werde nicht länger bleiben können. Richte deiner Frau und deinem Sohn Grüße aus. Lebe wohl, Herr Asgards.